Willkommen heute am 8.7.2017 und es hat sich einiges verändert hier auf der B27, der Umgehungsstraße, denn wir haben seit letzter Woche den Asphalt drauf. Und bevor wir hier die Straße sozusagen weiter im Fortschritt sehen, dachte ich, ich fahre die Strecke einmal kurz ab, um sie mal in diesem Zustand zu videografieren. Die Schnellstrecke, auf der zukünftig vor allem der Schwertransport für Entlastung in Hauneck sorgt. So, hier das Brückenstück, das ist noch nicht fertig. Die Erde muss hier abgetragen werden. Also es geht schon richtig gut voran. Aber es gibt leider Verzögerungen, wie man jetzt aus der Presse entnommen hat. Was das jetzt konkret bedeutet, ob der Termin und wann der Termin tatsächlich dann wahrgenommen werden kann, vielleicht im September, das werden wir dann sehen. Ich hoffe, es gibt ein kleines Fest zur Eröffnung. Nicht alle in Hauneck werden glücklich darüber sein, dass die Straße jetzt hier entlang geht, aber ich denke mal, das ist jetzt rum. Das ist nicht mehr zu ändern. So, hier fahren wir übrigens über den Schersbachgraben. Auch, ich glaube, die höchste Brücke. Und dann geht es weiter nach Oberhauen. Wir haben hier die neue Zu- und Abfahrt zum Bodenseer Weg zur Rechten. Ja, können wir gleich mal gucken. Obwohl ich keine richtigen Schlappen drauf habe. Zumindest ein Bild könnten wir mal machen. Ja, und das war schon. Wie man sieht, eigentlich komplett geteert. Und da führt sie dann drauf in Richtung Sieglos. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es jetzt waren, aber man fährt es auf jeden Fall schneller und zügiger als durch die Ortschaften.